Ja, hallo zusammen. Ich grüße hier jeden Jakob Semere hier aus Fulda. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein tolles Programm bei der Kilux. Ich bin heute wieder mit dem OpenSelium-Thema da, wie jedes Jahr. Und darf hier heute sogar relativ früh schon erscheinen. Genau. Zack, ich muss nur das Fenster mal kurz wegziehen. Ja, ich will kurz mal ein bisschen was von meiner Person erzählen. Ich bin der Jakob Semere, wie gesagt, schon aus Fulda, von der OpenSelium GmbH. Wir sind in Deutschland verteilt in drei Standorten: Berlin, Fulda und München. Das passt eigentlich ganz gut für unsere Consulting-Tätigkeiten, die wir sonst so machen. Aber ansonsten bin ich CTO bei der Firma Bcon, beziehungsweise OpenSelium GmbH. Auch Bcon GmbH und genau, und darf quasi alle Produkte betreuen. Da bin ich auch ganz stolz und froh darüber. Unter anderem haben wir noch andere Open Source Tools, die wir aufbauen, wie jetzt beispielsweise das Data Garry. Das ist eine CMDB, die wir bei uns noch im Portfolio haben, und noch viele weitere Tools. Aber hier geht es erstmal um ein Schnittstellenmanagement, und das ist eben das OpenSelium. Das OpenSelium haben wir schon seit 2020 am Start, also wirklich auch für die Öffentlichkeit. Vorher haben wir relativ viele Jahre da konzeptioniert, gebaut, entwickelt etc. Und ja, die Idee von OpenSelium ist relativ früh schon in dem Kopf gewesen, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie lange das dann braucht, um quasi dann erst produktreif zu bekommen. Und da sind wir jetzt seit circa 4 Jahren. Da haben wir relativ viele Sprünge gemacht. Wir haben viel gelernt, wir haben viel verbessert. Und wer die alten Videos noch kennt, vielleicht aus dem YouTube, der weiß auch, dass sich die UI stark verändert hat. Und da bleiben wir stetig dran. Aber da werde ich jetzt auch dann heute noch mehr dazu erzählen. Kurz mal über den Ablauf. Also, ich werde erstmal ein bisschen was noch folienunterstützt über OpenSelium sagen, dass man uns hier auch noch mal ein bisschen als auch die Bcon GmbH ein bisschen besser einsortieren kann. Und dann werde ich schon direkt in das praktische Thema reingehen. Und zwar, wie kann ich dann eben zwei API-Systeme miteinander über OpenSelium verbinden? Da habe ich mir diesmal auch ein gutes Use Case ausgesucht. Dann starten wir mal. Genau. So. Ja, also zum einen hatte ich ja die OpenSelium GmbH angesprochen. Da haben wir das Produkt jetzt quasi einsortiert. Ursprünglich ich aber auch eingestellt in der Bcon GmbH, und auch das Produkt wurde damals in der Bcon GmbH entwickelt. Deswegen hier gerne ein bisschen was über die Bcon GmbH. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung. Wir haben schon über 100 Kolleginnen und Kollegen. Über drei Standorte sind wir verteilt, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Wir sind zu 100% in privater Hand, über 500 aktive Kunden, und wir haben sehr viele starke Partner, mit denen wir unser Portfolio und aber auch unsere Fähigkeiten stark verbessern und erweitern können. Ja, zum einen sind wir Dienstleister, auch Dienstleister, und die Themen, die wir so bei uns verwalten, sind einmal Digital Innovations, Information Security. Da sind wir sehr stark mit auch einem Modul, das nennt sich ISMS-Modul, das wir mittels iDoIt eben darstellen oder auch zur Verfügung stellen. Wir sind im Service Management ganz stark. Da sind auch relativ viele Themen, wo ich quasi hergekommen bin, beheimatet. Zum Thema Ticketsystem beispielsweise bin ich in meiner Vergangenheit schon relativ oft zusammengekommen, und auch um den CMDB-Thema. Natürlich auch Integration. Data Center Operations, da haben wir unsere Leute, Entschuldigung, die da auch mit dabei sind im Cloud Computing, Radio Networks, und zu guter Letzt, da haben wir auch sehr tolle Projekte. Das ist halt hier das 5G,
Thema, wo wir über AR- und VR-Brillen sprechen, was jetzt natürlich auch sehr interessant ist aktuell. Genau, hier sieht man nochmal so ein bisschen die Tools, die wir nutzen und die wir auch in unserem Consulting einsetzen, benutzen. Ja, jetzt lasst uns über das eigentliche Thema sprechen, OpenCDM, die Integrationsplattform für Daten und Applikationen. Hier mal kurz dargestellt, OpenCDM verbindet Applikationen. Also wir sehen uns ziemlich zentral als eigenständige Applikation und wir verknüpfen uns eben mit anderen Tools über deren API-Systeme. Dabei transferieren wir Daten, logischerweise. Wir transformieren die innerhalb von OpenCDM. Das heißt, wir fragen die Daten ab. Temporär werden diese OpenCDM vorgehalten und dabei können wir diese eben transformieren, indem wir beispielsweise einen Status, den wir aus einem System geholt haben, übersetzen in einen anderen Status und das nennt man beispielsweise Mapping. Genau. Oder ansonsten können wir auch die Daten zusammenführen und dann als einen Datensatz dann weiterschicken. Also da ist relativ viel möglich. OpenCDM sprengt diese starren Schnittstellen. Das ist einer der Hauptideen oder Hauptvorteile aus OpenCDM heraus. Es gibt ja relativ viele Schnittstellen, Tools, die es auf dem Markt gibt. Aber wir haben halt einen sehr generischen Ansatz gewählt. Wir wollen eigentlich gar nicht die Schnittstellen vorgeben, sondern wir geben nur die Plattform, stellen nur die Plattform zur Verfügung, wo ihr dann die Schnittstellen eben per Drag und Drop eben selber zusammenklicken könnt. Ja, wir ermöglichen Prozessautomatisierungen dadurch, dass wir eben auch quasi die Schnittstellen hintereinander eben ausführen können. Wir liefern sehr, sehr viele Templates für viele Applikationen. Also zum einen sind wir sehr generisch, wollen das auch. Das heißt, wenn Sie mit der Schnittstelle dann starten, über OpenCDM, dann starten Sie quasi bei Null. Ja? Aber durch unsere vielen Consulting-Aufgaben, Projekte, die wir haben, aber auch Schnittstellen, die uns Kunden zukommen lassen oder User aus der Community, beheimaten wir die Schnittstellen als Templates und diese stellen wir dann den OpenCDM-User auch zur Verfügung. Wir erleichtern den Applikationswechsel durch eben unsere Schnittstellenmöglichkeiten. Beispiel, was man da erkennen kann, ist zum Beispiel, wir haben jetzt jahrelang eine CMDB, die wir im Einsatz haben. Das wäre jetzt beispielsweise bei Dürr und wollen beispielsweise in eine andere CMDB wechseln, wie NetBox. Dann können wir die Daten halt eben von A nach B transferieren und einen Wechsel der Tools dann ermöglichen. Ja, und zum anderen ermöglichen wir auch durch unseren generischen Ansatz eben die Möglichkeit, auch eigene Applikationen, selbst programmierte Applikationen in Ihrem Unternehmen oder die man privat auch selber erstellt hat, eben anzubinden, indem wir es zulassen, seine eigenen Konnektoren eben selber aufzubauen. Wie das genau funktioniert, zeige ich aber heute alles in dieser Präsentation. Genau. Jetzt machen wir auch schon direkt los, damit man es vielleicht auch mal sieht, dann versteht man es vielleicht ein Stück weit besser und ich kann hier mal die Theorie dann genau erläutern. Ich habe mir als Beispiel mal Folgendes mitgenommen. Also wir sehen hier OpenCDM als Tool in der Mitte, wir sehen NetBox auf der einen Seite und iDuet eben auf der anderen Seite. So. Beides sind im Wesentlichen eine CMDB, das eine mehr, das andere weniger. Aber hier geht es darum, quasi beispielshalber aus iDuet Informationen zu ziehen und in NetBox eben zu schreiben. Oder auch andersrum. Hier ist ein Weg dargestellt, wie wir eben diese Informationen transferieren können. Jetzt will ich Folgendes tun. Ich beende kurz mal diese PowerPoint-Folien. Ups. Genau. Und will ein bisschen was zu diesen Schnittstellen-Thematiken erklären. Also das ist zum einen das OpenCDM-System, was Sie jetzt sehen. Das ist eine Web-Applikation. Wir benutzen neue Technologien wie den React.js als Frontend JavaScript-Framework und benutzen als Backend eben ein Java Spring Framework,
Und das sind eigentlich unsere Hauptkomponenten. Und dann haben wir noch wesentlich andere, kleinere Tools, die wir noch dranhängen. Aber das ist dann quasi schon die Architektur. Wir sprechen also von Frontend zu Backend auch komplett über ein API-System. Also auch da bleiben wir uns da irgendwo treu. Und hier in diesem Frontend gibt es eben drei Themen, die wir beheimaten. Das ist einmal Connectors, Connection, Schedules. Unter Connectors erstellen wir quasi erstmal die Verknüpfung zwischen den Drittsystemen. Also beispielhalber iDoIt, Netbox, Jira etc. Um das zu tun, benötigen wir quasi eine Beschreibung der API-Funktionalitäten des Tools. Und diese nennen wir Invoker. Also, wenn ich jetzt beispielsweise einen Connector erstellen will in Richtung iDoIt, klicke ich hier Invoker. Und Invoker ist in dem Fall die API-Beschreibung. Also wir beschreiben, also es gibt ja sehr, sehr viele API-Formate auf dem Markt, wie habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört gehabt, OpenNMS, OpenAPI oder WSDL-Files oder andere sonstige API-Dokumentationsformate. Und wir haben eben unser eigenes Format, das nennt sich dann halt eben Invoker-File. Und da wird genau fest deklariert, wie eben ja, die Beschreibung erstellt werden muss. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise auf iDoIt klicke, dann wird auf der rechten Seite eben werden Dateien Daten abgefragt, die ich jetzt hier an der Stelle benötige, um die Verbindung in Richtung iDoIt aufzubauen. So, ich steige mal hier eine Ebene tiefer ein, und zwar, woher bekommen wir dieses Wissen und wie sieht das dann genau aus? Wie gesagt, ich hatte ja gesagt gehabt, wir haben Invoker-Files. Und diese Invoker-Files, die haben wir, jetzt wechsle ich auf GitHub, die stellen wir unseren Kunden zur Verfügung, aber auch hier in der Community gibt es die jederzeit einzusehen und auch zu holen. Wenn hier mal auf github.com, auf den OpenStudium reingeklickt wird, dann haben wir hier relativ viele Repositories. Und da gibt es auch ein Repository, nennt sich Invoker. Und hier haben wir unsere ganzen Invoker-Files, die wir aus Projekten gewonnen haben, eben synchronisiert. Bedeutet aber nicht, dass ihr eure eigenen Invoker-Files nicht selber schreiben könnt. So, wir klicken jetzt mal in das iDoIt.xml rein, um uns mal anzuschauen, wie das Ganze denn aussieht. Also zum einen haben wir hier die XML-Beschreibung. Das Ganze ist im XML geschrieben. Wir beschreiben hier einmal den Namen, die Beschreibung eben, also so ein paar Vorinformationen zu der Schnittstelle. Dann kommt eigentlich schon der wichtige Teil, das ist der Required Data-Teil. Das sind die Felder, die wir benötigen, um uns mit dieser Schnittstelle eben zu verbinden und auch zu kommunizieren. Also das ist genau der Teil, den wir dann in der Web-Oberfläche eben darstellen. Und dann beschreiben wir noch die Authentifizierungsart der Schnittstelle. Also man weiß ja, das gibt irgendwie so eine Token-Authentifizierung, es gibt die Basic-Auth, es gibt eine API-Key-Authentifizierung und sämtliche noch. Und diese muss man dann hier als Methode eben mit aufnehmen. Und dann fängt eigentlich schon der interessante Teil an, und zwar API-Operationen. Welche API-Operationen sind möglich? Und jetzt sehen wir hier quasi immer einen Part, der sich wiederholt. Das ist die API-Operation selber. Und die API-Operation, die bekommen wir die Informationen aus den Tools selber und übersetzen die quasi in unserem Format. Und hier wird beispielsweise durch die API-Methode iDoItVersion, die dann auch als Test benutzt wird auf der Oberfläche, genau beschrieben, die Request-Parameter und die Response-Parameter. Bei den Response-Parametern unterscheiden wir nochmal unter Success und Fail, damit die Oberfläche mitbekommt, wo wir ein Fail einschätzen. Und das können auch mehrere Fails untereinander sein oder auch mehrere Success-Responses, die dann zurückkommen. Interessant ist dann halt, was wir noch innerhalb der Request- und Response-Parametern sehen, außer den Header, haben wir die Body-Information, die dann natürlich im Endeffekt auch wichtig sind, weil wir dann mit den Response-Werten weiterarbeiten wollen. Das heißt, wenn ich jetzt auf meiner OpenStudium quasi die iDoIt-Version abfrage, dann möchte ich ja genau mitbekommen, was sozusagen zurückkommt, was zurückerwartet wird, um diese Information dann weiter an die nächste API-Methode abzugeben. Aber zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Ich wollte jetzt an der Stelle nochmal zeigen, wie wir
quasi einen Booker-File beschreiben. Okay, hat man das also gemacht gehabt, dann haben wir hier quasi einen Connector erstellt. Und dann kommt der andere Teil, das ist eben hier die Connection. Also hier in dieser UI findet eigentlich die komplette Magie statt. Ich hatte ja gesagt, man kann per Template quasi eine Schnittstelle bauen oder eine Connection, so wie wir es nennen. Oder man kann halt via Editor starten. Jetzt kann ich hier ein Beispiel machen. Beispiel IDoIt-Test, sage ich das einfach mal. Dann kann ich hier den ersten Connector wählen. Das ist mein Source-Connector sozusagen, also mein Quellsystem. Da kann ich beispielsweise mal IDoIt wählen. Und das Zielsystem kann beispielsweise ein OTS sein. Genau, und als zweiten Schritt kann ich dann halt in diesen Expertenmodus oder in diesen Template-Modus wählen. Also auch hier nochmal die Möglichkeit, eben aus dem Template heraus eine Schnittstelle eben aufzubauen. Aber ansonsten kann ich hier runterscrollen und hier sehe ich meinen Connection-Editor. Und innerhalb des Connection-Editors findet jetzt das Thema statt, also wo ich jetzt meine Schnittstelle aufbaue. Auf der linken Seite finde ich den IDoIt-Part und auf der rechten Seite den OTS. Also man kann sagen, das ist das Quellsystem und das andere das Zielsystem. Und hier fange ich jetzt an, quasi per Mausklick auf der UI quasi genau zu beschreiben, was ich zuerst anfangen will. Mit einem API-Request. Und diese API-Requests werden hier quasi per Dropdown eben dargestellt. Ich muss also nicht viel machen. Ich kann dem eben hier erstellen. Ich kann dem auch ein Label geben, wo ich sage, holt die Version beispielsweise. Und dann wird da quasi ein Label dran gehangen. Und dann weiß ich hier für mich als Übersicht, okay, hier wird also tatsächlich die IDoIt-Version rausgeholt. Auf der rechten Seite sehe ich immer, sage ich mal, die Details zu dem einzelnen API-Request. Also ich könnte jetzt hier genau an der Stelle auch weitermachen und kann sagen, ja gut, ich möchte jetzt noch eine andere API-Methode in IDoIt abrufen. Das ist beispielsweise die Object Suite. Die holt mir eben meine Clients, beispielsweise. Und da kann ich jeweils den Fokus eben verändern und kann dann in den Request-Parametern noch quasi genau mal reinschauen und auch Daten verändern. Soweit, so gut. Habe ich das Ganze gemacht gehabt, kann ich auf der OTS-Seite eben dasselbe machen. Ich kann hier anfangen, eben mit den Daten zu spielen. Ich könnte beispielsweise, was eigentlich zu 99% der Fällen immer stattfindet, erstmal einen Operator nutzen. Da haben wir eben eine If-Operator, also quasi eine Condition-Prüfung, eine Bedingungsprüfung und eben ein Loop, was quasi Datensätze, die als Array zurückkommen, durchschleifen lässt. Da kann ich auch in den Edit-Modus gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt bei Hold Clients auf die Response-Werte zugreifen, um beispielsweise eben alle Objekte zu holen. Jetzt gucke ich gerade mal. Aha, das ist eine Methode, die quasi ein Objekt zurückliefert, also ein Objekt. Ich mache das gerade mal anders, damit man das hier besser sehen kann. Die API-Methode, die ich gesucht hatte, war hole Clients, also Mehrzahl als Array. Und wenn ich das jetzt hier konfiguriere, hole Clients, genau, dann erkennt er hier, dass da eben ein Result als Array deklariert ist und den gibt er mir auch zur Verfügung. Und das Wissen kommt komplett aus dem Invoker-File. Also es ist schon super wichtig, dass dieser Invoker-File halt richtig aufgebaut ist. Ab dem Zeitpunkt schleife ich den kompletten Datensatz, den ich von IDoIt erhalten habe, hier an erster Stelle durch und kann dann hier unter Abfragen eben in Richtung OTS aufbauen, wie ich beispielsweise ein Config-Item-Search auszuführen, um erstmal zu prüfen, ob dieser Config-Item eben in der Datenbank von OTS eben vorhanden ist. Und hier kann ich dann quasi mit Referenzen arbeiten. Also hier fängt zum ersten Mal ein Datenmapping an. Hier findet man so einen Link, auf den man klicken kann. Und ich sage jetzt, ich möchte aus dem Response-Wert hole Clients eben mir den Titel rausholen. Ich erkenne auch hier direkt, oder das System erkennt direkt, dass das Result innerhalb einer Loop ist und gibt mir direkt den Index zurück, ja, an der Stelle. Und hier kann ich dann genau sagen, ich möchte eben den Titel als Objektnamen hier verknüpfen. Das heißt, ich übergebe der nächsten API-Request in OTS eben den Namen, den ich aus IDoIt gezogen habe.
Okay. Und das kann ich natürlich immer so weitermachen. Ich kann das Ganze jetzt hier eben laufen lassen oder ich kann das Ganze speichern, etc. An der Stelle will ich schon quasi stoppen, weil ich gleich ein reelles Beispiel mit Ihnen aufbaue oder mit euch. Auf Schedules kann man dann wiederum quasi alle Schnittstellen planen. Also hier kann ich per Cron Expression, ich kann den manuell ausführen oder ich kann auch einen Webhook hinterlegen, den ich wieder mein Tritt-Tool mitnehme und eventbasiert eben laufen lassen. Genau. So, aber wie gesagt, ich hatte ja ein Beispiel mit euch geplant und zwar das wäre Netbox. Also wie würde man vorgehen, wenn man eine API-Schnittstelle über OpenSelium realisiert? Also wenn man ein alter Hase ist, würde ich jetzt mal sagen, im OpenSelium, dann ist das relativ einfach. Dann könnte man on the fly hier losstarten und könnte sagen, ich baue mir jetzt meinen Connector und lade den hier eben runter und dann fange ich schon an, eben über den Connection Editor was zusammenzuklicken. Aber wie ihr schon gesehen habt, ist das nicht immer so trivial, weil bevor ich jetzt hier quasi per Track und Drop, was mich natürlich meine Welt vereinfacht, quasi meine Schnittstelle baue, muss ich ja ungefähr wissen, naja, wie funktioniert die Schnittstelle denn bei iDuet? Also was kommt dann wirklich zurück? Also ich muss ein gewisses Gefühl von dem Tool haben und wie die Schnittstelle sich verhält. Genau. Und das kann man eben, dieses Vorwissen, das benötigt man halt im OpenSelium. Das wird OpenSelium halt nicht hier vorgeben. Und dafür macht es immer Sinn, dass, dass man die Schnittstellen quasi vorher mal testet. Und dazu verwendet man am besten, würde ich zumindest so empfehlen, ein HTTP-Request-Client, um das quasi erstmal, um sich erstmal da ein bisschen reinzufuchsen. Das heißt, in dem Fall würde ich zuerst quasi mit einem anderen Tool arbeiten. Das wäre jetzt für mich, kann ich nur empfehlen, Postman, um quasi die API-Funktionalitäten des Tritt-Tools zu testen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben ja zum einen gesagt, wir haben iDoer-Tool. Und dieses iDoer-Tool, jetzt hole ich doch wieder meinen Webbrowser wieder zurück. Ich habe hier eine Demo, eine iDoer-Demo. Das ist ein Open-Source-Tool auch. Und das ist eine CMDB. Und hier werden Config-Items verwaltet. Jetzt kann ich mal unter Clients reingehen. Und hier sind relativ viele Clients. Und die möchte ich jetzt in Richtung Netbox irgendwie transferieren. Und wie das jetzt genau geht, das will ich jetzt mal anhand dieses Beispiels mal erklären. Zum einen würde ich erstmal anfangen zu sagen, hey, ich baue mir mal meine iDoIt Calls mal hier auf, ja, und fange hier an, eben mal die API-Methoden, die ich auch über OpenSelium ausführen wollen würde, eben hier mal auszutesten. Ich gehe da jetzt nicht so tief in das Postman rein, wie man das konfiguriert. Ich will es an der Stelle einfach jetzt nur mal zeigen. Genau, zack. Jetzt sagt er mir, dass er hier ein Problem hat. Ich muss ganz kurz mal hier eine Änderung beiführen. Genau. Hier oben habe ich meinen Request-Part und hier unten meinen Response-Part. Hier oben habe ich meine URL und ich habe hier meine HTTP-Methode. Also ich sehe hier ganz genau, okay, ich führe jetzt diesen API-Request aus und das kommt eben zurück. Das ist schon mal gut, weil ich dann im OpenSelium erkennen kann, okay, also das ist vielleicht der Wert, den ich suche. Den kann ich hier benutzen und dann kann ich hier einfach auswählen, diesen Objects Read wäre das jetzt in dem Fall. Weiß logischerweise schon, was ich zurück erwarten müsste, kann aber dann hier mit Sicherheit sagen, was passiert. Also ich spare mir ein Stück weit Zeit. Ich weiß, dass da ein Filter ist. Ich gehe jetzt hier mal rein. Da ist ein Filter im Postman und hier werden Daten eingebaut und ich kann das so filtern, dass ich erstmal genau weiß, dass diese Daten zurückgeliefert werden und dann kann ich eben diese Eingabe auch hier tätigen. Genau. Also ist dafür Postman eigentlich ganz gut. Ich habe meine iDoIt-Calls. Jetzt mache ich mit dem nächsten Thema weiter und das ist Netbox. Also Netbox ist auch eine Art CMDB, was sich im Schwerpunkt quasi den Netzwerkthema quasi beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das Tool kennt. Dafür gibt es eine Demo im Internet, den man hier benutzen kann. Man kann hier, ich will es kurz mal zeigen, wenn man sich anmeldet, gibt es hier die Möglichkeit, bei Netbox eben sich einen Account zu erstellen. Das Tool, die Demo wird jeden Tag zurückgesetzt. Einmal, also super gut, um das mal anzutesten. Und hier kann ich eben reinklicken
Und dieser hat eben die Möglichkeit, API-Tokens zu generieren. Und diesen werde ich jetzt mal generieren, damit ich mit dieser API reden kann. Genau, die speichere ich mir mal weg. Dann weiß ich schon mal, dass ich in NetBox eben einen Zugriff habe. Das zweite Thema ist, ich muss mich mit der API-Beschreibung von dem Tool auskennen. Also das ist so eine Art Swagger-Beschreibung zu diesem NetBox-Tool. Das gibt dann logischerweise auch für andere Tools eine API-Beschreibung. Die sehen dann ähnlich aus, wenn das über Swagger eben formatiert worden ist. Und was ich jetzt hier an der Stelle suche, ist jetzt eine API-Methode, die sich dann nennt, hol mir meine Devices. Und da kann ich gerne mal den Browser-Filter benutzen oder Suche benutzen, um genau darauf zu kommen. Also zum einen habe ich hier ein Get, API-Request, ein Post, ein Put, ein Patch, ein Delete. Immer dieselbe API-Anfrage. Das ist, kann man sagen, ein standardisiertes REST-API-Verfahren, dass man die API-Methode benutzt, um eben die Aktion zu deklarieren, die man über die API eben ausführen möchte. Also sehr schöne API. Ich kann hier gut erkennen, dass ich per Get eben mir die Devices hole und per Post eben mir die Geräte eben erstelle. Gucken wir uns das mal an, wie das mit dem Get ist. Und er beschreibt mir auch, wenn ich da reinklicke, genau, welche Felder ich noch hinterlegen kann und welche ich, wow, das ist ganz schön viel. Und dann irgendwann unten zeigt er mir dann auch ein Response-Beispiel, was natürlich wichtig ist an der Stelle. Das ist gut. Das wollte ich an der Stelle mal zeigen. Jetzt würde ich folgenderweise vorgehen. Ich würde quasi anfangen hier Postman mir eine Collection zu erstellen. Die nenne ich jetzt mal Netbox. Dieser Netbox gebe ich Variable, einmal die URL, die ich gleich hinterlegen werde, und den Token. Die URL, die bekomme ich quasi aus da oben, aus der Browserzeile. Und den Token, den hatte ich mir ja gerade rauskopiert gehabt in meiner Zwischenablage. Das heißt, das ziehe ich mir hier hin und lege das dann hier rein. Genau, da habe ich zum ersten Mal meine grundlegenden Werte hier hinterlegt. Dann kann ich mit dem API-Request anfangen, um das zu testen. Jetzt haben wir ja gesehen gehabt, dass wir Variable hinterlegt haben. Das kann man per geschweifte Klammern eben einfach nutzen. Und dann kann man hierhinter eben den API-Call, den ich hier quasi gesehen hatte, einfach rauskopieren und hinter der URL hinterlegen. So, jetzt sagt er mir erstmal hier not found. Klar, er hat erstmal überhaupt keine Ahnung von wo er eben ja, diese API-Methode kommt oder aus irgendwelchen Gründen findet er die Seite jetzt hier an der Stelle nicht. Wir haben ja noch was Wesentliches vergessen und das ist zwar das und das ist quasi die Authentifizierung. Die Authentifizierung können wir hier über den Header lösen. So, jetzt suche ich nur den Teil, wo ich den Header einfügen kann. Das war, glaube ich, API-Key, genau. Authorization. Und dann kann ich sagen, Token. Erinnert euch wieder die Variable Token. So, probieren wir dann nochmal. Sagt er immer noch Page not found. Jetzt muss ich hier kurz mal schauen, ob wir überhaupt die richtige URL getroffen haben. URL. Zack. Netbox Dev. Achso, der hat jetzt hier schon einen Slash drin. Und mit zwei Slash kommt er nicht weiter. Genau. Damit haben wir quasi die API-Abfrage für Devices gemacht, genau auf das Netbox-System und erhalten quasi alle Devices hier zurück. Also ich will das gerade mal zeigen. Hier ist ein JDev1. Und jetzt gehe ich mal in Netbox rein unter Geräte und suche noch den mal. Und das seht ihr noch hier als allerersten Wert. Also ging relativ schnell. Jetzt wissen wir schon mal, wie das funktioniert. Und jetzt möchte ich noch herausfinden, ich nenne jetzt auch mal Get Devices. Und jetzt möchte ich auf der anderen Seite noch wissen, wie ich eben ein Device erstelle. Create Device.
So, dafür gehe ich nochmal in die API-Dokumentation und weiß ja, dass die UL dieselbe ist. Es ist nur ein Post-Parameter, den ich hier erwarte. Und ansonsten muss ich hier Werte hinterlegen. Und damit das eben funktioniert. Genau. Und diesen Schritt würde ich jetzt einfach mal auch etwas schneller machen, wenn ich weiß bereits schon in der Vorbereitung, was hier an Informationen benötigt wird. Also zum einen braucht er den Namen. Ich sage jetzt mal Test 1, 2, 3, 4. Der braucht die Role. Die Rolle, das ist quasi Netbox eben hier zu sehen, die Rolle. Man kann hier eigene Rollen definieren. Ansonsten ist hier im Demosystem sind auch schon Rollen definiert, wie beispielsweise der Router, Client etc. Wir wollen das jetzt gerne mit einem Client machen und dafür genau kann ich einfach auch eine Geräterolle mal erstellen. Dann sehen wir das gleich mal. Sagen wir mal Client. Genau, zack. Zack. Und erstellen. Genau. Diese Rolle bekommt die 11 als Zahl zurück. Gebe ich doch mal eine 11 und gucken, ob das funktioniert. Dann brauche ich noch eine Site. Die kenne ich auch schon. Die hinterlege ich jetzt einfach mal. Und genau. Und zu guter Letzt war das noch Device-Type, glaube ich. Genau. Sag einfach mal zwei. Gucken wir mal, ob das auch schon reicht. Ah, okay. Hat gereicht. Jetzt hat er ein Device-Type. Achso, Device-Type ist auf das Modell zurückzusetzen, zurückzuführen. Und 201 created ist ein guter Status. Wenn ich jetzt nochmal reinklicke, sagt er mir 400. Weil Device-Name must be unique. Das passt. Gehe ich hier nochmal in die Geräteliste rein und suche nochmal Test 2, 3, 4. Dann sieht man den auch und man sieht, dass der Hersteller eben dieser ist, den ich hier angelegt habe. Man sieht den Client und alles weitere. Das heißt, in dem Moment habe ich erstmal alle Informationen, die ich brauche, um OpenCelium zu starten. Lassen Sie uns hier starten. Oder lasst uns hier starten. Ich bin immer beim Sie, bei den ganzen Webinaren. Und zwar melde ich mich mal hier in OpenCelium an. Genau. Und fange zum einen an, erstmal einen Connector zu erstellen. Um einen Connector zu erstellen, prüft nochmal unterhalb von Admin Invokers, ob genau dieser Invoker-File schon importiert worden ist. Ist er nicht importiert worden, könnt ihr euch ihn gerne aus GitHub runterladen, selbst erstellen etc. Weil das ist sozusagen die Grundlage dafür, um da weiterzumachen, um einen Connector zu erstellen. Geht zu Connector, Add Connector, trägt das ein, Netbox. Such den aus. Dann werden hier ähnliche Daten abgefragt, wie ich auch im Postman hinterlegt habe. Die kann ich also auch im Postman rausziehen. Erinnert euch, als Variable habe ich die ja hinterlegt. Kann hier die URL hinterlegen und auch den Token. Jetzt bin ich mir hier nicht so ganz sicher, genau. Er wollte das eben ohne, also dann muss man schon darauf achten, auf den Platzhalter. Hier will er das ohne den Slash haben und wir wissen, dass die API da sehr sensibel ist. Deswegen machen wir das auch so. Wenn ich das jetzt hier teste, testet er das mit einer API-Methode. Es kommt ein Successfully Tested zurück. Das heißt, die API-Methode hat es tatsächlich geschafft, zurückzuantworten und ich kann diesen Connector erstellen. Und dann kann ich also auch schon in den nächsten Part klicken, automatisch. Ich spare mir also so eine Klickaktion und kann direkt eine Connection erstellen. Dann sagen wir mal, I do it to Netbox. Und während ich das eintippe, merke ich gerade, dass ich das eigentlich umgekehrt machen wollte. Aber bei dem Use Case ist das okay. Das Quellsystem ist also dann doch iDuet und das Zielsystem ist Netbox. Und hier habe ich keine Templates, das weiß ich. Hier kann ich also quasi anfangen mit iDuet, indem ich quasi den ersten API-Call mache. Und ihr erinnert euch, das war objects.read. Den kann ich holen. Ich nenne ihn auch Get Clients. So, hier kann ich reinklicken und kann in den Filterwerten, so wie ich das vorhin gezeigt hatte, das Ganze nach Typen filtern. Nach dem Typ eben, der in iDuet abgefragt wird. Das ist in dem Fall Client. Und
weil API-Systeme immer mit IDs arbeiten als Referenzen, kann man immer gerne auf die Browserzeile mal schauen. Hier steht Object Type 10. Damit weiß ich, okay, 10 ist wahrscheinlich der Typ. Wenn ich mir nicht sicher bin, gerne über Postman überprüfen. Und in NetBox möchte ich eben quasi diesen GetClients-Parameter mal durchloopen, ja? Durchschleifen, diesen Array, den ich zurückbekomme als Result und Dinge tun. Und dann kann ich als nächstes Schritt eben auf diese ganze API-Dokumentation zugreifen, die möglich ist. Und man sieht hier schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Macht also Sinn, wenn man diese Autovervollständigung hier nutzt und eben nach dem richtigen API-Call zu suchen. Der müsste Device, irgendwas mit Device Create starten. Ich muss den gerade hier mal selber suchen. Wie hieß der nochmal? DCMI, DCIM, achso, und dann Device Create. Ja, such mal den Typ List, achso, da ist er. Gib dem vielleicht mal einen besseren Namen. Erstelle, also Create Client. Genau. In dem Fall wissen wir durch Postman schon, dass ich über den Body arbeite. Und wir haben im Postman auch gesehen, ich hole das Postman nochmal zurück, dass wir für das Create-Device überhaupt gar nicht so viele Variablen brauchen. Also es gibt die Möglichkeit, hier relativ viele auszufüllen. Ist ja auch richtig so. Man kann viel mehr Felder quasi erstellen, aber man muss sie nicht alle verwenden. So, Device-Type war hier als Objekt, deswegen musste ich das gerade nochmal neu löschen und neu erstellen. Rec brauchen wir nicht, Custom Fields, die anderen Felder auch nicht. Also manche APIs oder API-Systeme ignorieren einfach leere Felder und dann könnte man das auch so versenden. Aber jetzt NetBox, da weiß ich, dass zufällig reagiert da sehr sensibel und wenn man da auch Nullwerte setzt, dann setzt er auch am Ende Nullwerte rein und das wollen wir am Ende des Tages nicht. Wir wissen, dass wir noch eine Site brauchen und wir brauchen noch eine Role. Genau. Und die schreibe ich mir mal hier ab. Ich weiß, dass die Role die 11 war. Das war Client. Die Site hatte ich ja schon gesagt gehabt. Das hat was mit dem internen System zu tun. Man kann mehrere Sites eben aufbauen. Und der Device-Type hängt mit dem Modellinformation zusammen. Hersteller-Modellinformation. Und hier tatsächlich können wir den Namen, den wir in iDuet haben, verwenden. Also wir gucken hier nochmal, das ist hier der Bezeichner aus der iDoIt-Welt. Entschuldigung. Und den möchten wir jetzt verlinken. Wie vorhin schon gezeigt, benutzen wir dazu unseren Referenzbrowser. Wissen hier, okay, das wird durch den I-Index geloopt und können auf den Titel quasi verweisen, der zurückkommt. Und das machen wir an der Stelle auch. Und was ich vorhin nochmal gesagt hatte in der Präsentation, war ja, sobald wir, sage ich mal, Variablen übergeben an eine andere API-Methode, gibt es noch die Möglichkeit, zusätzlich die Daten zu transformieren. Und das ist unser sogenannter Enhancement. Also wir haben dazwischen noch eine, zwischen der Schnittstelle eine Schnittstelle hinterlegt, wo wir dann per Skriptsprache quasi, ja, in dem Fall JavaScript, die Daten modifizieren können. Das heißt, die linke Seite ist das, was zurückkommt. Und die rechte Seite ist das, was wir übergeben, also var 0. Ich kann hier also auch mehrere Variablen hinterlegen, wie beispielsweise in demselben Array die ID beispielsweise. Und damit wird das oben auch nochmal in der Legende erklärt, was genau var 0 und var 1 ist, Title und ID. Und wenn ich jetzt nur var 0 hier hinterlege, dann wird auch nur var 0 übergeben. So, das Ganze möchte ich jetzt mal speichern. Genau. Und jetzt kann ich diesen auch timen, indem ich auf Add Scheduler klicke, sage iDoIt to NetBox, glaube ich, hieß das ja irgendwie. Oder kann einen Jobnamen geben.
dann suche ich die Connection dazu aus. Das ist jetzt in dem Fall dasselbe. Ich kann hier also auch was anderes eingeben, Job 11 von mir aus. Und kann eine Chrome-Expression hinterlegen, kann auch Logs aktivieren. Mache ich mal. Genau, und sage Add das Ganze. So, und jetzt suche ich mal nach diesem Job, den ich hier gerade erstellt habe. Das ist hier eben I do a to Netbox. Und den kann ich jetzt ausführen. Jetzt gucken wir mal in Netbox rein. Bisher keine Module, also keine Informationen hier. Jetzt starte ich den Job. Ich hatte die Logs ja eingeschaltet gehabt. Also man kann die Logs jederzeit auf dem Webserver mitverfolgen. Die jagen wir nämlich komplett in die Journal-Tabelle rein, um quasi hier die Information quasi nochmal zu sehen zu dem Add-Request. Ich sehe aber gerade, dass die I-Do-It-Informationen aus meinem Demosystem überschrieben worden sind. Das ist so ein Demosystem, was wir unter den Kollegen eben quasi teilen. Deswegen kann es sein, dass ein Kollege hier was überschrieben hat. Ich würde das gerne mal kurz nochmal anpassen. Der Username stimmt nämlich hier auch an der Stelle nicht. Genau, und das stimmt auch nicht. Und das teste ich nochmal und unterlege das. Also die IDOIT-Parameter haben nicht gestimmt. So, und holen wir nochmal kurz den Terminal hoch und starte jetzt nochmal die Schnittstelle. So, ja, das funktioniert schon eher. Und was man jetzt hier sieht, dass er hier anfängt in der Log quasi jeden einzelnen API-Request durchzugehen. Er zeigt auch genau alle Request-Parameter und Response-Parameter jeweils. Und ich kann dadurch auch super gut erkennen, und wo an welcher Stelle vielleicht irgendwie ein Fehler entstanden ist. Genau, das hat er jetzt komplett gemacht. Der ist auch komplett durchgelaufen, so wie ich das gesehen habe. Genau. Hier hinten zeigt er auch schon ein Grün an. Und wenn ich jetzt mal in Netbox reingehe und das Ganze mal aktualisiere, ich weiß nicht, ob das hier nach nach Zeit sortiert ist, sieht man jetzt hier diese ganzen Clients, die ich hier quasi aus dem IDOIT rausgefischt habe und hier erstellt habe. Ich gucke mal, ob es hier auch einen Zeitstempel gibt für das Erstellen. Genau, es müsste jetzt genau die Zeit sein, also bei 2 Stunden Unterschied, da ist wahrscheinlich die Zeitzone nicht mit dabei, aber ansonsten ist das genau die Zeit, an dem ich eben diese Geräte erstellt habe. Also relativ einfach. Und von hier aus kann man natürlich jetzt weitergehen. Man müsste jetzt hier anfangen, bei Netbox noch zu sagen, eine Zwischenabfrage zu machen, um zu sagen, hey, gibt es dieses Gerät schon? Weil wir wissen, wenn wir es nochmal laufen lassen, wird er hier in Fehler reinlaufen oder sagt, hey, muss unique sein. Wir könnten also hier eine Zwischenabfrage beispielsweise machen. Will ich kurz mal anskizzieren. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. DCIM, dann Device, so war das ja, und dann wie war das dann weiter? Das ist immer die Schreibweise. Oh. DCIM. So. Und dann war das doch DCIM. Achso, Device. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz hier reinschauen. Device Create. Nochmal. Genau, das war das List-Ding. Genau, also ich könnte hier vorher mal suchen nach dem Gerät. Jetzt muss ich wissen, wie das funktioniert. Ich weiß es zufällig, weil ich das so quasi erprobt habe. Ich weiß, dass man hier ein Attribut hinterlegen kann, um dann zu prüfen, ob, also um diesen Namen, diesen Client sozusagen zu hinterlegen, um zu prüfen, ob dieser schon existiert. Ich zeige das Ganze mal kurz im Postman. Ich gehe mal hier voran und versuche mal eben zu prüfen, ob es diesen Client schon gibt. Nutze mal Postman und suche jetzt nochmal NetData und sage hier Name. Und such den mal, dann gibt er mir den genau zurück.
suche ich nach einem anderen, sagt er mir hier leer. Genau dieses Verhalten mache ich mir jetzt zu nutzen und gehe hin und sage, hey, führe den hier aus und jetzt baue ich zum ersten Mal eine If-Condition, indem ich sage, ich kann hier bei Drag & Drop das einfach hier runterladen und kann sagen, prüfe bitte aus dem vorherigen API-Call, ob der Result-Wert eben empty ist. Oder in dem Fall, ja genau, ist empty, dann weiß ich, dass er nicht existiert und dann wird er eben diesen erstellen. Genau. Und das kann ich jetzt hier speichern und wieder ausführen. Jetzt gucken wir uns nochmal den Terminal an. Und ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das besser erkennt. Genau. Also er geht quasi durch alle Geräte und setzt die quasi auch immer hier rein. Ja, wie jetzt zum Beispiel diesen Gerätename und prüft, ob es existiert. Da kommt natürlich genau das Resultat zurück. Und in dem Fall sagt er, ist empty, das ist die Prüfung, ist nicht empty, also weil das Left-Statement eben genau diesen Result zurückliefert und damit ist die If-Condition-Abfrage false und er wandert quasi in die nächste Abfrage rein. Also diese Art Automat funktioniert und an der Stelle ist das Ganze wieder grün. So, jetzt rennt uns doch ein bisschen die Zeit davon. Ich gehe ganz kurz nochmal auf unsere Folien. Also das war schon im Grundsatz OpenCilium. Also man kann erkennen, dass was hier relativ flott geht, wenn man sich damit ein bisschen eingegroovt hat. So, wo ist meine PowerPoint? Genau. Ja, wer das Thema interessant findet, gerne auf die Webseite. Wir haben auch eine Dokumentation, docs.opencilium.io. Ansonsten haben wir unseren Community-Support über Slack. Da kann man sich auch gerne mal eine Mail schreiben und dann nehmen wir die gerne mit auf, die Leute. Und da kann man jederzeit mit uns kommunizieren, auch mit den Entwicklern in dem Fall. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Ich glaube, über den Chat. Und ansonsten, ach, vielleicht noch ein Hinweis, wir sind bald in Berlin, Ende November, und machen einen Workshop für das OpenCilium-Thema. Das haben wir jetzt gestern entschieden gehabt. Und wenn das interessant ist, dann folgt uns doch gerne auf opencilium.io, abonniert den Newsletter und dann bekommt ihr auch Bescheid, wann das genau stattfindet und könnt da auch gerne mit teilnehmen.